der Barbarentopf. Was da alles drin ist und wie der gemacht wird. Wenn du das wissen willst, dann bleib jetzt dran. MG Barbecue goes vegan. Das gab's bei uns auch noch nicht. Wir machen heute was absolut Veganes. Wir machen heute nur Gemüse und Wasser. So einfach ist es. Nein, also die große Frage ist natürlich Barbarentopf. Warum Barbarentopf? Ich habe auf Netflix eine richtig tolle Serie gesehen. Barbaren, ja, seit Oktober auf Netflix verfügbar. Wer es noch nicht gesehen hat, klare Empfehlung von meiner Seite dafür. Richtig, richtig gut. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wo ich die Serie gesehen habe. Was haben die eigentlich früher den ganzen Tag gegessen? Natürlich, Fleisch ist absolute Mangelware gewesen. Man hat zwar natürlich Vieh schon gehalten, aber natürlich, wenn es Fleisch gegeben hatte, dann gab es das nur zu bestimmten Festtagen oder zu bestimmten Zeiten, wo es einfach sich gelohnt hat, dann auch mal ein Stückchen Fleisch irgendwo zuzubereiten und zum Essen. Und ja, aber jeder Tag war kein Festtag, von daher musste ja irgendwas her, was ständig verfügbar war. Und was war ständig verfügbar? Natürlich Gemüse. Also wurde einfach auch ein Gemüseeintopf gekocht. Das war halt das normale Essen von den alten Germanen früher. Und genau so machen wir das heute. Welche Gemüsesorten es früher einfach auch gegeben hat, die man einfach angebaut hat im Ackerbau. Und ja, und sonst machen wir da gar nichts weiter ran. Da kommt noch ein bisschen Salz mit ran. Das haben die auch gehabt. Natürlich gab es Salz. Ja, das wurde teilweise auch von den Römern halt mitgebracht. Und ja, dann hat man auch ein bisschen Handel mitgetrieben. Also werden wir uns hier einfach konzentrieren, einfach auch nur auf Gemüse und Salz und Wasser. Und so kochen wir unsere Gemüsesuppe. Ja, und wie die dann schmeckt, das werden wir dann im Anschluss sehen. Ich habe es selber noch nie gemacht, das ist heute einfach ein Experiment. Wir gehen heute total vegan und von daher gibt es jetzt unser Barbarentopf, unsere vegane Gemüsesuppe. Und welche Zutaten wir hierfür brauchen, die stehen auf dem Tisch. Wir nehmen jetzt hier einfach eine Zwiebel, dann haben wir richtig 4 schöne Karotten, dann haben wir eine Stange Porree, also Lauch, dann haben wir ein Stückchen Sellerie und natürlich Kartoffeln. So, und was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir alles noch ein bisschen klein schnipseln. Ja, und das machen wir jetzt. Minuten sind um. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel mal auf. Und ja, so sollte es aussehen. Es blubbert richtig schön. Das Gemüse sollte jetzt so weich sein, dass ich reinstechen kann. Aber dass es immer noch bissfest ist, bei den Karotten klappt's, beim Sellerie klappt's. Und jetzt würde ich sagen, nimm mal den Dutch Oven vom Feuer und dann wird probiert. Oh.
Unser veganer Gemüseeintopf, unsere vegane Gemüsesuppe ist im Prinzip jetzt fertig und wir haben natürlich da auch ordentlich Einlage drin. Und jetzt würde ich sagen, jetzt wird standesgemäß vom Holzlöffel gegessen. Ist wahrscheinlich noch richtig bockheiß, jetzt muss ich aufpassen, damit ich mir meine Zunge nicht verbrenne. Ey, wer hätte das gedacht? Da ist kein Fleisch drin. Aber du hast gesehen, ich habe nur ein ganz bisschen Salz reingemacht, aber das schmeckt richtig, richtig gut. Klar, die Zwiebeln sind zerkocht, die Karotten haben richtig ordentlich Geschmack abgegeben, genauso wie der Sellerie da drin. Und ja, der Porree, der Lauch. Wow! Bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Also ich dachte mir, okay, Gemüsesuppe, ja, machen wir auf jeden Fall ein Video, weil haben wir noch nie gemacht und was Veganes hat man auch, glaube ich, noch nie auf dem Kanal. Finde ich jetzt gerade gut, ist gerade lecker. Muss ich nochmal ein Löffelchen nehmen, weil das wärmt halt so richtig halt auf. Also heute ist ja ein relativ sonniger Tag hier bei uns, aber wenn es jetzt dann mal kalt wird oder so, ist so eine Gemüsesuppe echt mal zu überlegen. Hast du ja gesehen, im Prinzip eigentlich nur alles kleinschneiden, Wasser rein, ein kleines bisschen Salz rein, kochen lassen, fertig. Total einfach. Jo. Ist dieses Rezept nachahmenswert? Von mir ein ganz klares Ja, ist es. Weil das einfach richtig lecker ist. Barbarentopf. Total einfach. Veganer Gemüseeintopf. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben dafür. Wir würden uns echt freuen. Schreib unten in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Vielleicht hast du es ja selber mal nachgemacht oder du machst es noch nach. Und dann möchten wir bitte deine Meinung dazu wissen. Also einfach unter diesem Video kommentieren. Wir kommentieren sehr gern zurück. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere uns. Vergiss nicht, die Glocke unten anzumachen, weil mindestens zweimal pro Woche, also Donnerstag und Sonntag, kommt immer ein neues Video. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sind wir jetzt raus. Wir wünschen dir einen richtig schönen Tag.